Adrian! Adrian! We did it! We did it! Zeit Abdallah hier backstage bei Wheel of MMA 48. Die Veranstaltung ist gerade zu Ende gegangen und neben mir, ihr seht es, Adrian Zeitner hat gewonnen. Er hat seinen Kampf spektakulär gewonnen. Spektakulär ist relativ. Erzähl uns, was passiert ist, Adrian? Ja, der war ziemlich groß und ziemlich stark. Guckt euch den Typen mal an. Heilige Scheiße, hat der eine Athletik. Hab meinen Takedown nicht sauber gemacht, muss ein bisschen mehr Ringen trainieren, ich bin dabei. Er hat mich unten gehabt, Guillotine wusste ich, dass nicht funktioniert, die saß absolut nicht. Aber ich habe es nicht geschafft, ihn festzuhalten. Werde ich nächstes Mal besser machen. Wollte aber auch ein bisschen aus der Guard kämpfen, habe meine Triangle ins Ziel gebracht. Und ja, Patrick Herring, danke für diese Technik. Sie begleitet mich bis heute. Erzähl mir, wieso du geshootet hast, weil die Sache ist, mir kam es so vor, als wäre dein Gegner der Ringer gewesen. Ach ja, irgendwie habe ich mir gedacht, so ja, boxen will ich, aber der sieht so frisch aus. Guckt euch mal die Oberarme an, guckt euch mal die Schultern an, Alter. Die will ich nicht frisch in meinem, also die Fäuste will ich nicht frisch in meinem Gesicht haben. Zweite Runde gerne ein kleines Kickbox-Thai-Box-Match. Erste wollte ich lieber auf dem Boden haben. Ja, das hat man auch gesehen beim ersten richtigen Schlag, den er gelandet hat, hast du eben auch gesagt. Holla, die Waldferse, so hart wurde ich am Boden noch nie geschlagen. Ich habe mit harten Leuten trainiert, ich habe mit Schwergewichten trainiert, mit Top-Leuten, mit KSW-Champs, aber Alter, hat der eine Scheißkraft. Ah. Und dann, nachdem seine Guillotine nicht erfolgreich war, hast du den dann in den Triangle Choke genommen, von der einen Aufgabegriff in den anderen. Und die Sache war ja auch, ihr wart sehr frisch und noch kaum geschwitzt, also sehr trocken. Ja. Hat's was dazu beigetragen? Hilft natürlich, so einen Griff beizubehalten. Auf der anderen Seite waren wir frisch und der zappelt halt noch eine halbe Minute in der Triangel rum. Ist halt so, wenn man frisch ist. In der dritten Runde tappen sie dann ein bisschen schneller, in der ersten dauert es halt eine Weile. Aber hey, nächstes Mal verlasse ich mich nicht nur auf meine Triangel, nächstes Mal verlasse ich mich nicht nur auf meine Guard. Ich trainiere am besten Grappling-Verein, so im Quique, und ich trainiere auch im besten Ringerverein. Jungs! Okay, war jetzt eher enttäuschend, aber vielen, vielen Dank fürs Interview. Ich bin noch nicht fertig. Entschuldigung. Dann reden wir weiter. Ich wollte dich noch fragen, nach dem Kampf hast du gesagt, Marcel Quietsch, das ist ein möglicher nächster Gegner für dich. Wieso möchtest du denn gegen ihn kämpfen? Also als allererstes liegt es natürlich ganz, ganz primär an ihm. So eine Herausforderung nach dem Kampf bitte auf keinen Fall zu persönlich oder zu offensiv nehmen. Das ist mehr ein Angebot an ihn. Er hat die letzten zwei Kämpfe sehr schön gewonnen, hat einen sehr, sehr gefährlichen Kevin Hanks in Dresden brutal dominiert, hat in Düsseldorf das Comeback des We Love MMA-Jahres hingelegt gegen einen ungeschlagenen, sehr, sehr, sehr gefährlichen Eluter Igel. Und ich glaube, damit hat er sich einen Titelkampf verdient und damit wäre ein mögliches nächstes Match für mich natürlich auch da. Ich möchte unbedingt kämpfen. Nach einem Tomasz Sobczak wird es natürlich schwer, einen zäheren Gegner zu finden. Marcel Quietsch könnte derjenige sein. Vielleicht ein Alexander Stojcic. Wäre interessant. Mit ihm wird es leider nicht um den Titel gehen, weil er bisher nur einen Kampf bei We Love MMA hatte. Das wäre dann vermutlich ein 80-Kilo-Match. Aber wäre schon ein sehr, sehr interessantes Match. Und du hast es auch angesprochen. Wir haben vor ein paar Stunden geredet. Dieser Bildtitel, der beste Weltergewichtskämpfer in Deutschland, da hast du dich wirklich bodenständig geäußert, hast gesagt, kann man nicht... Als kleiner Hintergrund, We Love MMA hat einen normalen Titel und sie haben ein Bild-Plus-Turnier gemacht im Leichtgewicht und im Weltergewicht, ein Vier-Mann-Turnier, für den es auch einen Titel gab, was nicht der offizielle Titel ist. Aber ich meine, Bild hat in ihrem Zeitungsartikel geschrieben, Adrian Zeitner, der Beste in Deutschland. Da hast du gesagt, es gibt Leute wie Peter Sobotta und als ich dann gefragt habe... Hier ist fraglich, zählen wir Peter Sobotta zu Deutschland? Peter Sobotta kämpft in der UFC. Nach nationalem Ranking ist er nicht mit drin. Zu sagen, ich wäre der beste Weltergewichtler Deutschlands, es wäre mir fernab zu sagen, dass ich auch nur an Peter Sobotta herankäme. Auch nur eine Runde. Nein, das tue ich nicht. Dann gibt es andere sehr, sehr gute Weltergewichtler in Deutschland. Kerim Engicek, ein GMC-Champ, dem ich vielleicht so ein, zwei Jahre... Also wer, könnten wir diesen Superfight sehen zwischen dir und Engicek? Hat noch ein bisschen Zeit, ich möchte mich auf jeden Fall noch entwickeln, aber hey, GMC und We Love MMA könnten ruhig mal so einen schönen Superfight machen. So ein GMC versus We Love MMA. Hat ruhig noch Zeit, muss nicht zu bald sein. Erstmal Marcel Quietsch, erstmal Alexander Stojcic, Ismail Akilic habe ich angesprochen, falls er Lust hat, könnte sich sein Rematch holen.
Wen immer ich kriege, ich würde mich über alle freuen. Mit Trainingspartnern, wie Nils Wernersbach, der da hinter der Kamera rumfuchtelt. Mit Kubilai oder Hakan Chakiti, da geht nichts schief. Das sind so taffe Leute, die mich jedes Mal an meine Grenze bringen. Ich werde mich weiterentwickeln. Ich kann nicht versprechen, jeden Kampf zu gewinnen, aber ich werde immer besser werden. Und das ist einfach schön. Und, Mach's gut, Nils. Einen wunderschönen Abend. Nils Wernersbach, sensationeller Kampf heute. Guckt ihn euch an. Und du hast es schon angesprochen. Können die Fans erwarten, dich hier am 18. September in Stuttgart zu erleben? 28. Ja, ich möchte auf jeden Fall kämpfen. Die Sache ist die, kriege ich einen Gegner? Verletzt er sich, verletze ich mich? Ich musste bisher zum Glück nur einmal verletzungsbedingt ausfallen und konnte dem Gegner danach einen Rückkampf gegen... einen Kampf geben, der ja versprochen war. Das war gegen Mick Mokoyoko, sehr, sehr schöner Kampf. Von ihm haben zwei Teamkollegen heute gekämpft und er hat bald einen sehr interessanten Kampf mit Ada Adas. Guckt euch den auf jeden Fall an. Ich hoffe, da zu sein. Ansonsten werde ich alles geben, werde mir ein paar Ringerkämpfe gönnen, werde vielleicht wieder den einen oder anderen Thai-Box- oder Kickbox-Kampf machen und werde versuchen, mich weiterzuentwickeln. Du hast schon deine Jungs erwähnt im Ringerverein. Hast du noch andere abschließende Worte? Vielen Dank an all meine Coaches. Sie helfen mir ständig bei der Selbstverbesserung. Das ist das, worauf es für mich persönlich ankommt, auf die Selbstverbesserung. Und deshalb liebe ich diesen Sport so, weil man hier für diese Verbesserung direkt belohnt wird. Im alltäglichen Leben ist das manchmal der Fall, leider nicht immer. Hier, du wirst besser, du hast deine Submissions geübt, kriegst du einen Sieg. Du hast dein Ringen geübt, kriegst du deine Takedowns. Es ist geil. Und diese Belohnung finde ich so schön in dem Sport. Und das macht mir so viel Spaß, mich selbst weiterzuentwickeln, mich selbst zu verbessern. Ich hoffe, ich kann diesen Sport noch über 20, 25 Jahre weiterführen. Es ist mir eine unglaubliche Freude und Ehre. Uns auch. Wir hoffen das auch. Vielen Dank, Adrian. Vielen Dank dir für dieses schöne Interview. Vielen Dank für We Love MMA, dass ihr das erste Mal in Saarbrücken wart. Mal gucken, vielleicht geht es ja bald Richtung Frankreich. Sollte ja so langsam Richtung Legalisierung des MMAs kommen. Vielleicht haben wir heute einen kleinen Schritt dazu beigetragen. Es wäre eine tolle Nummer. We Love MMA ist ein sehr, sehr würdiger Verband, der die Kämpfe und den Sport gut repräsentiert, immer faire Matches macht, immer harte und schöne Matches macht und jeden Kämpfer, jeden Fan fair behandelt. Deswegen liebe ich diese Organisation. We Love MMA and I Love MMA.